Yes, willkommen zum Player Review von Antonio Rüdiger. Endlich hat er ein Inform bekommen. Habe ich schon eine längere Zeit drauf gewartet. Seine normale Karte hatte ich richtig lange am Anfang von FIFA 16, einfach weil er nicht so teuer war. Ich glaube, am Anfang hat seine Non-Rare-Karte 10.000 gekostet oder so. Das konnte man sich leisten am Anfang, weil hat man nicht so viel Coins, aber das ging auf jeden Fall noch klar und den hatte ich richtig lange und der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt hat er ein Inform, da sieht die Karte schon 10-mal geil aus, auch wenn der normale sich schon richtig gut spielen lässt. Ohne Scheiß, jetzt eine richtig geile Karte, auch mit Bild, was sehr nice aussieht. 81 Tempo, 81 Defending, 81 Physis. Ich habe mit ihm 5 Spiele gemacht, 0 Tore, 0 Vorlagen in Liga 1, aber ja, bei ihm geht es auch eher ums Verteidigen als Tore schießen und ich würde sagen, schauen wir uns mal seine Ingame-Werte an. Was kann man also zu Antonio Rüdiger insgesamt sagen? Er lässt sich wirklich gut spielen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Hat sich wirklich gut spielen lassen, wie auch schon seine normale Karte. Was ist auf jeden Fall besser an dieser Karte als seiner normale Karte? Das ist mir wirklich aufgefallen, weil ich hatte mit dem Non-Rare richtig viele Spiele gespielt. Also ich weiß wirklich, wie beide sich spielen lassen. Und er hier, der Inform, ist auf jeden Fall besser im Zweikampf. Das merkt man wirklich. Lässt sich auf jeden Fall im Zweikampf besser handhaben. Hat da schneller die Kugel als auf jeden Fall der andere. Das kann man wirklich sagen. Sein Kopfball ist auf jeden Fall jetzt nicht groß verändert von seiner anderen Karte. Ist jetzt, sein Kopfball ist für einen Innenverteidiger nicht schlecht, aber es ist auch nichts Überragendes. Nicht so wie Naldo oder so, der jetzt fast jedes Kopfballduell gewinnt. Es ist ein guter Kopfball, er verliert jetzt nicht die ganze Zeit, aber er verliert ab und zu, gewinnt ab und zu so ganz normal einfach wie viele andere Innenverteidiger. Also sein Kopfball ist jetzt nichts Besonderes oder so, aber ist auch nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Was ist bei ihm auch noch sehr, sehr auffällig, ist seine Stärke, das mit 84 wirklich meiner Meinung nach ein bisschen besser anfühlt, wenn nicht sogar so auf 88 oder so, würde ich sagen, weil wenn er in den Zweikampf kommt, in den schnellen Zweikampf, dann hat er den meistens. Natürlich 84 Stärke ist auch nicht so wenig, aber fühlt sich meiner Meinung nach doch noch ein bisschen besser an. Was kann man aber Negatives über ihn sagen? Und da ist mir wirklich ein paar Sachen aufgefallen. Ihr seht übrigens am Schluss auch noch ein paar Szenen und da könnt ihr dann auch auf jeden Fall noch dranbleiben. Aber was kann man Schlechtes über ihn sagen? Wenn man ein Schlechtes über ihn auf jeden Fall sagen kann, er kann nicht das beste Spiel aufbauen. Also er kann jetzt nicht die besten langen Pässe machen. Kurzer Pass ist mit 74 gar nicht so schlecht, das passt meiner Meinung nach. Aber langer Pass mit 69 ist dann eher nicht so gut, aber das muss er auch nicht unbedingt können, ist jetzt kein Hummels vom Spielaufbau her. Und was man auf jeden Fall auch noch negativ sagen können, das fällt manchmal wirklich auf, manchmal steht er wirklich nicht so ganz richtig. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt, seine Balance ist auch nicht so gut, dass er da manchmal ein paar Probleme bekommt. Also sein Stellungsspiel ist manchmal komisch, aber das Gute ist dann wieder, dass er schnell ist und dann meistens, natürlich auch nicht immer, aber dann wieder an den Ball dann doch noch drankommt, weil er eben so schnell ist. Aber manchmal steht er wirklich, ist mir richtig aufgefallen, manchmal. Aber nur steht er richtig falsch und dann ist halt die Lücke auf. Aber wenn der Stürmer dann nicht 99 Tempo hat, dann kommt Rüdiger meistens dann doch noch dran. Also ist ein wirklich sehr, sehr geiler Innenverteidiger, der sowieso nichts kostet. Der bleibt auf jeden Fall in meinem Team. Der kriegt sowieso kein Team of the Season. Also bleibt der erste Inform auf jeden Fall in meinem Team. Und jetzt könnt ihr noch ein paar Szenen sehen. Und wenn euch das gefallen hat, haut auf jeden Fall ein Like raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein und Peace.